Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute wieder an der Ostsee für euch mit einem ganz besonderen Test, denn es gibt heute vitales Kraftfutter. Und das scheint mir schon fast zu gesund für den Junkfood-Guru zu sein. Oder was meint ihr? Ich habe hier einmal die Sorte Sour Cream und dann habe ich die Sorte Schokolade und die Sorte Tomate. Es gibt auch noch eine vierte Sorte davon, die habe ich jetzt nicht dabei. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welche das ist. Womit soll ich anfangen? Tomate, Schoko oder Sour Cream? Ich glaube, ich fange mal mit Schoko an. Die Nährwertangaben, die habe ich euch zu Hause extra in der Küche abgefilmt, damit ihr nachher am Ende des Videos auch genießen könnt, ihr Lieben. So, 45 Gramm sind hier drin. Eine Packung hat 200 Kalorien, deswegen ideale Snackgröße. Auch wenn ich ehrlich gesagt gedacht habe, Mensch, das ist nämlich so ein bisschen an das Vogelfutter, was ich damals in meinen Wellensittich gekauft habe. Ja. Ich hatte mal einen Wellensittich als Kind, den habe ich echt sehr gemocht. So, habt ihr eigentlich auch Haustiere, fällt mir gerade mal ein. So, mein Vogel hieß damals Ronny übrigens. Schreibt mir mal den Namen eurer Haustiere in die Kommentare. Während ich hier rumfummel, ist ja bestimmt noch genügend Zeit dabei. Das hier ist die Vitalis Knusperkugel. Müsli Crunchies. Lecker. Also wirklich. Ich hatte Angst, dass mir die zu gesund schmecken, zu trocken schmecken vielleicht. Gut, sie sind jetzt nicht feucht, aber ich finde sie jetzt auch nicht zu pappig, sondern echt ganz lecker. Vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, dass sie richtig schön sättigend sind. So. Wir machen mal weiter mit Tomate oder Sour Cream. Ich schau mal, eine von den beiden Sorten, ja, machen wir mit Sour Cream mal weiter. Ich habe so ein bisschen Angst, dass Tomate so intensiv ist, dass ich nachher Sour Cream nicht rausschmecke. Schoko hat mich doch positiv überrascht, muss ich sagen. Das ist ja auch ein richtiges Junkfood, oder? Oder was meint ihr? Schon fast so gesund für mich. Mit Protein. Ist sogar auch hier drin. In allen drei Sorten, glaube ich. Protein. Protein ist ja das Zauberwort 2018. Es muss ja überall Protein drin sein. So. Sour Cream. Okay. Wir kommen dem Vogelfutter schon näher. Nein. Schmeckt wirklich ganz geil, aromatisch. Und das Sour Cream. Leider auch mit Zwiebelgeschmack. Deswegen, nicht ganz so meins. Leider Gottes. Aber wer Sour Cream und Zwiebeln mag, wird begeistert sein. Weil es wirklich einen sehr, sehr intensiven Zwiebelgeschmack hat. Die Sonne ist übrigens auch begeistert. Sie kommt gerade raus. Ich raste aus. Die Sonne lässt sich auch mal blicken an der Ostsee. Ich freue mich. Nichtsdestotrotz habe ich mir auch gedacht, ich muss hier mal einfach mal raus. Raus an die frische Luft. So. Ich kann doch nicht immer im Wohnzimmer sitzen bleiben und Videos drehen. Deswegen mal mit gutem Vorbild voran. Der Junkfood Guru fährt da mal am Wochenende zur Ostsee. Dann laufe ich auch mal 5 Kilometer am Strand entlang. Denn Bewegung tut gut und frische Luft auch. So, genug geschnackt. Wir machen jetzt weiter mit dem Tomatenkraftfutter-Geschmack von Vitalis hier. Ah, die riechen richtig lecker. Die riechen so richtig, passt gerade so gut. Die riechen so mediterran, ihr Lieben. Wow. Oi. Wir haben eine ganz zauberhafte Rosmarinnote und ich liebe Rosmarin. Ich habe mal gerade geguckt, ob da Rosmarin drin ist und ob ich mir das nur einbilde, aber ich mag diese würzige Note wirklich gerne. Hat ein ganz tolles, besonderes Aroma. Wie gesagt, mediterran umschreibt es irgendwie am besten und auch Rosmarin, finde ich. Dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch schon probiert habt. Tomate schmeckt mir ehrlich gesagt von allen drei Sorten am besten. Das hat wirklich was Besonderes. Richtig lecker, schön aromatisch. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt Tomate von mir 8 Punkte. Die anderen beiden Sorten sind auch lecker, aber ich bin nicht so der Körner-Snack-Fan. Deswegen Schoko bekommt 7 Punkte. Und Sour Cream, weil ich keine Zwiebel mag, kann ich dem leider nur 6 Punkte geben. Aber die Sorte Tomate, die hat sich so ein bisschen gerade in mein Herz gesnackt. Das hätte ich echt nicht erwartet. Wirklich sehr, sehr lecker. Ein richtig guter Snack. Ich glaube, wenn man so eine Tüte leer hat, dann hat man so mal einen kleinen Hunger. Ganz toll damit gekillt. Also wirklich interessant hier.
von Vitalis Dr. Oetker. Ihr Lieben, das war's von mir an der Ostsee. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!